Ja, jetzt hat sich das Teil einmal rumgedreht und jagt jetzt mit Vollgas auf den Boden zu, allerdings ist der Tank auch nicht wieder. Jetzt doch nicht mehr, ne, okay. Ah, die Explosion müssen wir uns jetzt angucken, weil deswegen ist Körbel so interessant. Ihr müsst auch übrigens, hatte ich vorhin auch noch vergessen zu erwähnen, vor allem, wenn ich mehrere dabei habe, so wie jetzt gleich, dann achtet hier unten rechts auf die Gesichter von den Körbels. Die sind manchmal besser als das Spiel selber. Wir brauchen also gleich ein Raumschiff, also ein Schiff, was es auf die Reihe kriegt, 5 Leute zu befördern. Wir brauchen einen Piloten und 4 Passagiere. Und ja, das ist gut, wenn die IS-3 gut ist, Toni, weil die habe ich ja auch bald. Also 5 Leute und wir müssen Suborbital Space Flight schaffen. Das heißt, wir brauchen keinen Orbit, aber wir müssen bis ins Weltall kommen und dann wieder nach Kerbin zurück. Das werden wir dann gleich erledigen. Ich hätte jetzt hier Fallschirme dran machen können oder einen Fallschirm, dann hätten wir ein bisschen Geld gespart. Dann ist es ja so wert, Körbelphysik. So. Space Center. Jetzt wird's ernst. Jetzt müssen wir mal wieder was Vernünftiges basteln. Das war jetzt ein bisschen Kohle verdienen nebenbei. Ja, Landes mit der Stock an den Zehnergefechten, das ist natürlich kacke. Wir brauchen 5 Sitzplätze. Oder 4, wenn ich diese blöde Sputnik nehme. Aber ich möchte gerne meinen. Moment, wir können mal Jebediah durch Bob ersetzen. Oder Valentina. Weil die sammeln Erfahrungspunkte mit ihren Flügen. Und dann haben wir später eine etwas besser ausgebildete Crew. So, was wiegt so ein Ding? 0,84 Tonnen. Scheiße, scheiße. Kann ich nicht kopieren. Das kann ich kopieren. So, das sind 5 nach Adam Ries. 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir schon die Radial Parachutes? Ja, haben wir. Das ist gut. Die brauchen. Zack, und einer oben auf den Deckel. Das ist also unsere geräumige Crewkabine für die 5 Leute. Die schmeißen wir da auch alle schon mal rein. 1, 2, 3, 4 Touristen. So. Was ist das denn? Aha. Das ist neu, das kenne ich gar nicht. Ich weiß auch nicht, wofür die da sind. Lead into Space. Ja, ich weiß nicht, was hier Hitze generieren sollte, aber wir nehmen auf jeden Fall auch Batterien mit. Dann kann ich vielleicht noch den einen oder anderen Crew-Record übertragen. Dann können wir gleich nochmal diese Klackantenne. Aber ich kann das Ding jetzt auch nicht zu schwer machen. Also ich kann nicht zu viele Experimente mitschleppen. Thermometer, die wiegen nichts. Die nehmen wir auch noch mit. Wie geht. Das ist aber jetzt auch das Maximum an Gewicht hier. Jetzt brauchen wir ein Detachment-Modul und wir brauchen ein paar Tanki-Tanks. Moment, ich habe immer noch das 30-Parts-Limit, ne? Das müssen wir mal kurz abschalten. Tourist 1 speichern. So, mehr Parts für uns. Hallo, Mathemama. Moment. Mathemamka, hallo. Willkommen zum Kerbal Space Program. Wir sind in den Anfängen unserer großartigen Karriere. Und befördern gerade 4 Touristen in einen suborbitalen Weltraumflug. Vier. Ja, ist egal, muss reichen. Hat ein bisschen weniger Power, der Mr. Swivel hier. Das ist aber nicht so schlimm.
Nehme ich jetzt 4 Booster oder 3? Ich nehme 3. 3 sollten. Die könnten schon ein bisschen groß sein. Aber ich muss immer erst das Größere versuchen und dann feststellen, dass es nicht funktioniert, um danach das Kleinere zu nehmen. Könnt ihr euch schon mal merken, ist bei mir immer so. Davon 3 da dran. Könnte reichen. Werden wir gleich sehen. Also Solid Booster, die Solid Booster weg. Dann können wir gleichzeitig auch den Engine zünden. Dann kann das weg und der Engine wird gezündet. Dann kommt das und das ganze Kram, alles. Tutti Frutti. Launch. So, jetzt gucken wir mal, wie sich Valentina als Pilotin macht. Achso, durch die ganz vielen Crew Cabins da oben, ich hätte das ganze Monopropellant da rausmachen können. Hätte mir ein bisschen Gewicht gespart. Falls das jetzt ganz knapp nicht reichen sollte, können wir uns da nochmal drüber hermachen. Ich darf das nicht zu steil kippen, sonst fällt es gleich wieder um. Ja, das fühlt schon ganz schön wackelig hier oben alles. Wobbel, wobbel. Dafür habe ich jetzt hier das coole Triebwerk mit dem Gimbal endlich freigeschaltet. Also Schubvektorsteuerung, falls euch das eher was sagt. Das heißt, der Schubstrahl wird so bewegt und dadurch halt das Raumschiff gesteuert. Wir sind schon ziemlich hoch. Und dabei haben wir noch ziemlich viel Sprit. Vielleicht schaffen wir sogar einen Orbit. Möglich. So, jetzt ist erstmal unsere Mission erfüllt. Ne, noch nicht. Wir müssen ja auch wieder landen. Ach so, ja, wahrscheinlich, weil das noch nicht erfüllt ist. Naja. Legen wir das ganze Gerät schon mal ein bisschen auf den Boden. Schon mal in die richtige Richtung drehen. So, jetzt warten wir ein bisschen. Ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Und Vollgas. So, jetzt sehen wir, wie hier der Orbitring so ein bisschen aufgeht. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es im Orbit zu kommen, dann haben wir gleich noch eine Mission erfüllt. Wäre natürlich cool. Ja, die Missionen hier von unseren Touristen sind erledigt. Zack, 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 zack. Jetzt müssen wir die nur noch safely return und dann... Oh shit. Naja, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Dafür ist ja einfach der vordere Teil ein bisschen zu schwer geworden. Aber wir brauchen noch ein bisschen Sprit, um zu bremsen. Gibt zwar dann wieder eine Wasserlandung, aber ist egal. Achso, habt ihr euch mal hier die Gesichter angeguckt? Ach, alle freuen sich, schade. Manchmal sind da auch richtig ängstliche bei, die kacken sich da unten richtig in die Hose. Ja, je später wir bremsen, desto besser ist das, desto effizienter ist das. Deswegen warte ich hier noch. Im Moment ist noch nichts kritisch. Können wir einen Crew Report machen, bringt nichts.
Momentan alles noch unkritisch, alles im grünen Bereich, auch wenn es nicht so aussieht. Nee. Jetzt wird es langsam eng für unsere Batterien sowie die Thermometer. Oh. Ja, das dürften dann die Tanks gewesen sein, sowie unser Triebwerk. Oh shit. Fallschirme gerissen, Neustart. Ihr müsst mich mal an Quicksave erinnern, bitte. Ich vergesse es im Moment ziemlich zu häufig. Ja, also nochmal das ganze Spielchen. Da wird jetzt nichts mehr. Wie lange sind wir dann? 57 Minuten? Mein Gott, noch keine Punkte hier richtig. Jetzt sagt uns zwei Apoapsis. Jetzt habe ich einen hohen Ping. Ja gut, Toni, mach das. Viel Spaß beim DOT-Zocken. Die hintere abtrennen und die vordere dann komplett zum Bremsen nehmen, weil das reicht. Wir sind knapp über 70.000 Meter und alles andere kann uns egal sein. Kam jetzt gerade ziemlich plötzlich und ohne Vorwarnung, hätte ich nicht gedacht. Wieder zurückdrehen, die Missionen sind alle erledigt. Report brauchen wir nicht. Und wieder eine Wasserlandung. Ich hasse es, in Wasser zu landen. Jetzt kommt gleich wieder die Hitze. Und diesmal haben wir noch wesentlich mehr Sprit. Ist doch was mit dem Zeug wieder reingemacht. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Kerbel ist später echt lustig. Jetzt am Anfang mit den kleinen Raketen und so. Es hat halt immer viel Trial and Error und so Sachen gehen schief, so wie jetzt. Und ich habe schon wieder vergessen zu quicksafen. Wenn das jetzt wieder schief gehen würde, dann wäre wieder Kacke. Oh, oh, oh.